S&P, kommen wir zu dem Thema. S&P stuft Russland nahezu auf Ramsch-Niveau ab. Eine Stufe fehlt noch, dann sind die russischen Staatsanleihen auf Ramsch, also kurz vorm Zahlungsausfall, möchte man sagen. Das finde ich eine ausgesprochen spannende Entwicklung, die wir da sehen. Und es zeigt einmal mehr, welche Aufgaben die Ratingagenturen haben. Wir gucken nochmal auf die Wirtschaftsdaten Russlands. Russlands hat die dritthöchsten Devisenreserven der Welt, 500 Milliarden US-Dollar. Die Staatsverschuldung Russlands liegt bei etwa 10% des Bruttoinlandsproduktes. Wie viel haben wir gleich nochmal? 20% dieser Verschuldung ist Auslandsverschuldung. Der Rest ist im eigenen Land verschuldet. Die haben einen nahezu ausgeglichenen Haushalt. Aber die werden auf fast Ramsch-Niveau herabgesetzt, während die Ratings für Italien, Griechenland und Spanien wieder positiver gesehen und Frankreich wieder positiver gesehen werden. Ist so eine ausgesprochen spannende Entwicklung. Es zeigt einmal mehr, dass die Ratingagenturen sind, die mächtiger sind als die sechste Flotte, dass die modernen Special Forces der Finanzmärkte sind, die sehr wohl für geostrategische Interessen eingesetzt werden. Das hatten wir schon gesehen in Europa 2010, das hatten wir gesehen in Mexiko Anfang des Jahres, als man erst Mexiko drohte mit der Herabschuldung, dann das Rating wieder heraufnahm, wenige Wochen nachdem die mexikanische Regierung das getan hat, was man gefordert hatte, nämlich die Freigabe der Ölgeschäfte für amerikanische Ölkonzerne, und daraufhin hat man das Rating angehoben, weil die mexikanische Regierung jetzt so weise wirtschaftliche Entscheidungen getroffen hat zugunsten der amerikanischen Ölindustrie. Also die Einflussnahmen der Ratingagenturen im politischen Bereich sind sehr, sehr stark. Die sind mächtiger als die sechste Flotte der US-Armee. Und deshalb, man kann wirklich, ich habe mich im ersten Buch Crashkurs damit auseinandergesetzt, gerne da nochmal einen Blick reinzuwerfen mit den Ratingagenturen und ihre Einflussnahmen. Und das lässt sich jetzt im Zusammenhang mit Russland gerade wieder an. Dort spitzt sich die Situation dramatisch zu in der Ukraine. Kiew geht gewaltsam in der Ostukraine vor, und zwar mit brutalster Gewalt. Russland zieht seine Truppen zusammen an der ukrainischen Grenze, Truppenmanöver. Es machen die Gerüchte, die Runde, Langstreckenbomber wären in NATO-Flugraum eingedrungen. Bei näheren Nachfragen stellt sich raus, von wegen, die waren überhaupt nicht im NATO-Luftraum, sondern die waren in offiziellen Gebieten unterwegs, wurden aber von westlichen Flugzeugen begleitet und so weiter und so weiter. Also es geht jetzt hier nicht nur die Rhetorik wird aggressiver, sondern auch das Säbelrasseln wird lauter und aggressiver. Und es grenzt schon an ein Wunder, wenn das nochmal sich zum Guten auflöst, wenn es hier nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Aber nochmal, was soll das Ganze? Wem nutzt das denn überhaupt? Putin ist in einer Situation, in der er nur verlieren kann. Er hat keine Vorteile von dieser Entwicklung. Was kann denn passieren? Es kommt zu einer Eskalation in der Ostukraine. Es werden weiter seitens Kiew gegen die russischstämmige Bevölkerung vorgegangen, und es gibt dort weitere Tote. Was ist die Konsequenz? Russland, Putin hat zwei Möglichkeiten. Entweder er geht in die Ostukraine rein, um, wie er angekündigt hat, die russischstämmigen Bürger dort zu schützen. Übrigens, das ist genau das, was Amerika in anderen Ländern gemacht hat, um dort die Übergriffe einer Putschregierung gegen andere Bevölkerungen zu tun. Aber nehmen wir es mal an, Russland würde jetzt dort einmarschieren. Es würde zu einem Aufschrei kommen, es würde zu einem Bruch des Westens mit Russland kommen, es würde zu massiven Boykottmaßnahmen kommen, zu Riesenkonsequenzen für die russische Wirtschaft, für die russischen Oligarchen, für Putin und so weiter. Was hat er davon? Er hat davon ein kleines Landgebiet in der Ostukraine mit einigen Gasfeldern. Das mag okay sein, aber Russland hat so viele Gasfelder auf eigenem Gebiet, das braucht diese Ostukrainischen nur wirklich nicht. Und auf der anderen Seite hat es dafür einen Riesenschaden erlitten, und an wen soll es das Gas verkaufen? Der Westen würde sich massiv abschotten, würde das Gas in den nächsten Jahren aus amerikanischen, israelischen und sonstigen Quellen beziehen wollen, aber nicht mehr aus den russischen. Also Russland hat davon keinen Vorteil, aber einen riesen Nachteil. Also warum sollte er das tun? Dass Russland das als ersten Schritt nimmt, um wieder in die NATO-Länder einzumarschieren, also nach Polen oder andere Länder, ins Baltikum, wie wahnsinnig kann es denn werden? Also das wäre wirklich naiv anzunehmen, dass Russland mit Truppen in NATO-Länder einmarschiert. Es würde sofort eine NATO-Reaktion erfordern müssen, und wir hätten den Dritten Weltkrieg. Also wie verrückt ist es anzunehmen, dass Putin so etwas machen sollte? Warum denn? Welchen Vorteil hätte er denn davon? Also bleibt die Frage, was ist seine zweite Option? Er geht nicht in die Ostukraine rein, er hält seine Truppen vor. Die Konsequenz wäre, dass er unter massiven innenpolitischen Druck kommt, seitens seines Militärs, seitens seiner Bürger, die sagen, verdammt nochmal, hier unsere Mitbürger in der Ostukraine, das schaust du zu, wie die hier abgeschlachtet werden. Russland verliert seine Macht, Russland verliert sein Gesicht, Putin verliert sein Gesicht, mit der Konsequenz, dass er innenpolitisch unter solchen Druck kommt, dass auch dort Umsturzmöglichkeiten oder Government-Change-Aktivitäten, Opposition Unterstützung durchaus erfolgreich sein könnten. Also Putin kann nur verlieren, egal was er macht. Er steckt in der Zwickmühle, und
Wie naiv ist es anzunehmen, dass Putin sich diese Zwickmühle selbst gebaut hat? Da müsste er schon wirklich irre sein. Und wenn man so irre ist, naja gut, dann kann man dort zum Präsident werden. Aber ob es Putin ist, sei dahingestellt. Dazu ist ein zu guter Stratege. Also bleibt die Frage, cui bono, wem nutzt es? Und wenn Russland, egal was es tut, wenn Putin, egal was es tut, es von Nachteil ist, dann ist die Frage, für wen ist es von Vorteil? Und dann weiß man und kann man sich vorstellen, wer hier ein meistes Interesse an einer Verschärfung der Situation hat. Um 15.55 Uhr gibt es nochmal USA, Uni Michigan, Verbrauchervertrauen, USA. Da gibt es noch ein paar Unternehmensdaten von Burger King, Calgate und Weyerhäuser. Aber offen gestanden, nach den Themen, die uns in der Ostukraine umtreiben und in diesem Bereich, dass wir hier vor möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen stehen, habe ich irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl, dann noch über Unternehmensdaten zu sprechen. Und an dem Punkt vielleicht nochmal, ja, es ist wichtig, über diese politischen Zusammenhänge zu sprechen. Es ist vernünftig, sie zu verstehen, weil sie haben direkte Auswirkungen auf die Märkte. Was nutzt es mir, mich nicht damit auseinanderzusetzen, sondern nur auf Unternehmenszahlen zu schauen und plötzlich rauscht der Markt ab und ich wundere mich, ja, wie kommt das denn? Nein, man muss alles verstehen. Die Börse ist der Schmelztiegel all dessen, was auf der Welt passiert, politisch, geostrategisch, in allen Bereichen, was Erfindungen angeht. Und deshalb gilt es, all diese Dinge zu beobachten, zu versuchen, die Dinge zu verstehen, zusammenzubringen. Nur dann kann man halbwegs verstehen, was die Börse macht und auch das prognostizieren. Wobei, wie gesagt, in dem Moment, wo es um Leib und Leben geht, die Finanzen eine vollkommen untergeordnete Rolle spielen. Trotzdem, ich hoffe für uns alle, dass wir ein friedliches Wochenende vor uns haben, dass wir das Sonnige am Grill genießen können, ohne allzu große Sorgenblicke in die Ostukraine. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.